Fußball England ab 5. März 2011 selten sie seltsam kennt sie oder die seltsam kennt sie England Premier League die Prognose für den kommenden Spieltag, selten sie Register Trademark Seelwaffe Register Trademark Betting Trader Register Trademark seltsam kennt sie Register Trademark 1. FC Arsenal 1-Sieg als Endresultat und als Halbzeitresultat. 1-Sieg 2. Aston Villa 2-Niederlage als Endresultat und als Halbzeitresultat 0-Unentschieden 3. Birmingham City 0-Unentschieden als Endresultat und als Halbzeitresultat 0-Unentschieden 4. Blackburn Rovers 2-Niederlage als Endresultat und als Halbzeitresultat 0-Unentschieden 5. FC Blackpool 2-Niederlage als Endresultat und als Halbzeitresultat 0-Unentschieden 6. Bolton Wanderers 0-Unentschieden als Endresultat und als Halbzeitresultat 0-Unentschieden 7. FC Chelsea 1-Sieg als Endresultat und als Halbzeitresultat 0-Unentschieden 8. FC Everton 0-Unentschieden als Endresultat und als Halbzeitresultat 0-Unentschieden 9. FC Fulham 0-Unentschieden als Endresultat und als Halbzeitresultat 2-Niederlage 10. FC Liverpool 0-Unentschieden als Endresultat und als Halbzeitresultat 0-Unentschieden 11. Manchester City 1-Sieg als Endresultat und als Halbzeitresultat 0-Unentschieden 12. Manchester United 1-Sieg als Endresultat und als Halbzeitresultat 1-Sieg 13. Newcastle United 0-Unentschieden als Endresultat und als Halbzeitresultat 0-Unentschieden 14. Stoke City 2-Niederlage als Endresultat und als Halbzeitresultat 0-Unentschieden 15. AFC Sunderland 0-Unentschieden als Endresultat und als Halbzeitresultat 0-Unentschieden 16. Tottenham Hotspur 1-Sieg als Endresultat und als Halbzeitresultat 0-Unentschieden 17. West Bromwich Albion 2-Niederlage als Endresultat und als Halbzeitresultat 0-Unentschieden 18. West Ham United 2-Niederlage als Endresultat und als Halbzeitresultat 2-Niederlage 19. Wigan Athletic 0-Unentschieden als Endresultat und als Halbzeitresultat 0-Unentschieden 20. Wolverhampton Wanderers 2-Niederlage als Endresultat und als Halbzeitresultat 2-Niederlage die bisherigen Matchresultate in dieser Saison, FC Arsenal 1 Spieltag 1-14. August 2010 Endstand 1:1 Halbzeitstand 0:0 FC Arsenal 2 Spieltag 2-21. August 2010 Endstand 6:0 Halbzeitstand 3:0 FC Arsenal 3 Spieltag 3-28. August 2010 Endstand 2:1 Halbzeitstand 1:1 FC Arsenal 4 Spieltag 4-11. September 2010 Endstand 4:1 Halbzeitstand 1:1 FC Arsenal 5 Spieltag 5-18. September 2010 Endstand 1:1 Halbzeitstand 1:0 FC Arsenal 6 Spieltag 6-25. September 2010 Endstand 2:3 Halbzeitstand 0:0 FC Arsenal 7 Spieltag 7-2. Oktober 2010 Endstand 0:2 Halbzeitstand 0:1 FC Arsenal 8 Spieltag 8-16. Oktober 2010 Endstand 2:1 Halbzeitstand 1:1 FC Arsenal 9 Spieltag 9-23. Oktober 2010 Endstand 3:0 Halbzeitstand 1:0 FC Arsenal 10 Spieltag 10-30. Oktober 2010 Endstand 1:0 Halbzeitstand 0:0 FC Arsenal 11 Spieltag
11/6. November 2010 Endstand. 0:1 Halbzeitstand. 0:1, FC Arsenal 12 Spieltag. 12/10. November 2010 Endstand. 2:0 Halbzeitstand. 1:0 FC Arsenal 13 Spieltag. 13/13. November 2010 Endstand. 2:1 Halbzeitstand. 1:0 FC Arsenal 14 Spieltag. 14/20. November 2010 Endstand. 2:3 Halbzeitstand. 2:0 FC Arsenal 15 Spieltag. 15/27. November 2010 Endstand. 4:2 Halbzeitstand. 2:0 FC Arsenal 16 Spieltag. 16/4. Dezember 2010 Endstand. 2:1 Halbzeitstand. 1:1 FC Arsenal 17 Spieltag. 17/11. Dezember 2010 Endstand. 0:1 Halbzeitstand. 0:1 FC Arsenal 18 Spieltag. 18/18. Dezember 2010 Endstand, Halbzeitstand, FC Arsenal 19 Spieltag. 19/26. Dezember 2010 Endstand, Halbzeitstand, FC Arsenal 20 Spieltag. 20/29. Dezember 2010 Endstand. 2:2 Halbzeitstand. 2:1 FC Arsenal 21 Spieltag. 21/1. Januar 2011 Endstand. 3:0 Halbzeitstand. 1:0 FC Arsenal 22 Spieltag. 22/5. Januar 2011 Endstand. 0:0 Halbzeitstand. 0:0 FC Arsenal 23 Spieltag. 23/15. Januar 2011 Endstand. 3:0 Halbzeitstand. 2:0 FC Arsenal 24 Spieltag. 24/22. Januar 2011 Endstand. 3:0 Halbzeitstand. 1:0 FC Arsenal 25 Spieltag. 25/1. Februar 2011 Endstand. 2:1 Halbzeitstand. 0:1 FC Arsenal 26 Spieltag. 26/5. Februar 2011 Endstand. 4:4 Halbzeitstand. 4:0 FC Arsenal 27 Spieltag. 27/12. Februar 2011 Endstand. 2:0 Halbzeitstand. 1:0 FC Arsenal 28 Spieltag. 28/26. Februar 2011 Endstand, Halbzeitstand, gesamte Endstandtore. 53:26 gesamte Halbzeittore. 26:9, 15 Siege Endstand, 8 Unentschieden Endstand, 5 Niederlagen Endstand, 13 Siege Halbzeit, 8 Unentschieden Halbzeit, 5 Niederlagen Halbzeit. Aston Villa 1 Spieltag. 1/14. August 2010 Endstand. 3:0 Halbzeitstand. 2:0 Aston Villa 2 Spieltag. 2/21. August 2010 Endstand. 0:6 Halbzeitstand. 0:3 Aston Villa 3 Spieltag. 3/28. August 2010 Endstand. 1:0 Halbzeitstand. 1:0 Aston Villa 4 Spieltag. 4/11. September 2010 Endstand. 1:2 Halbzeitstand. 1:0 Aston Villa 5 Spieltag. 5/18. September 2010 Endstand. 1:1 Halbzeitstand. 1:1 Aston Villa 6 Spieltag. 6/25. September 2010 Endstand. 2:1 Halbzeitstand. 1:0 Aston Villa 7 Spieltag.